Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser Partie. Und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Alexander ist zurück bei Manchester City. Wie bewertest du seine Zeit in der Championship? Durchschnittlich. Ich glaube schon. Schon besser. Und dass da mehr drin gewesen wäre. Und jetzt kriegen wir hier die Aufstellung des FC Everton eingeblendet. Schauen wir auf die Formation. Wir sehen ein 5-2-3 bei Ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die Defensive damit abgesichert haben. Aber wir haben ja auch drei Leute. Ey, weg damit! Hier die Startaufstellung von Manchester City. Kurze Einschätzung zu ihrer Schichtel passt euch zu dem Gegner, was ist das denn? Barry! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Komm. Ah, schade. Und das ist mal ein Ding. Gareth Walker verlässt die Citizens und geht zum Stadtrivalen. Ja, so machst du dir bei den Fans natürlich keine Freunde. Ausgerechnet Man United. Ich bin sehr gespannt, welche Rolle er da spielen wird. Deulofeu. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den spielt er steil. Eigentlich kann er das besser. Hier kommt der Ball nicht zum Mitspieler durch. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Alexander. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Fernando. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Abwehr hat aufgepasst. Und jetzt Otamendi. Bernard. Fernando. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich. Er schießt! Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Deulofeu. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Nun David Silva. Und Kevin De Bruyne. Oh, sehr schöner Pass. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Super Einsatz! Das Foul pfeift er gegen Manchester City. Nein, kein Rot. Oh, Glück gehabt. Sah so aus, wenn er rot zieht, ja. Jetzt müssen wir da richtig aufpassen. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Er passt ihn auf den Flügel. Nein. Der Ball kommt gut. Lukaku. Da passt der Torhüter auf. Noch immer kein Treffer von Manchester City im ersten Durchgang. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Puschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, ja, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Hallo, ich hatte den doch. Was ist das denn, ja? Lukaku! Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Alex Hunter. Und nun David Silva. Jetzt wird's gefährlich. Wie schlecht der Spieler ist, ja. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt Barry.
Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Baines am Ball. Stark gemacht von Bernard. Zu schlecht, ey. Der kann gar nicht in die Tiefe sprinten. Alle sind bereit für Durchgang 2 hier im Goodison Park. Es kann weitergehen. Baines am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Di Maria am Ball. Di Maria. Jagielka. Ich konnte kurz vor dem Spiel nochmal mit Jim Hunter sprechen, Buschi. Du kannst dir vorstellen, wie stolz der heute ist. Ja, kein Wunder, jetzt wo Alex endlich wieder zurück ist in der Premier League. Das war das erklärte Ziel und dafür hat er die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Da ist er da, da können sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Den spielt er gut. Das wird jetzt Abschluss geben. Philipp Bernard. Man City will jetzt wechseln. Yaya Touré. Jetzt Freistoß für Manchester City. Er schraubt sich hoch. Lukaku. Jetzt McCarthy. Jetzt Barry. Nun Baines. Wird's jetzt gefährlich? Da trennt er ihn fair vom Ball. Ball draußen, wird Einwurf geben. Geht weiter hier, schneller Einwurf. Ja, macht er ihn. Tor, ja. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Ja, klar. Unentschieden bislang. Vielleicht bringt der neue Spieler jetzt ein bisschen frischen Wind in die Partie. Oh, wir haben 3-0 gewonnen. Sehr schön. Aber Alex wurde ausgewechselt. Alex, was für ein großer Tag für Sie, da Sie heute Ihr Debüt in der Premier League hatten. Ich bin dankbar für diese Chance. Diesen Tag habe ich bekommen. Ich bin dankbar für diese Chance. Ja, ich danke dem Trainer, dass er mir die Chance gegeben hat. Hoffentlich bekomme ich noch viele weitere davon. Alex, Sie haben sich den Sieg geholt. Ihre Meinung zu diesem Dreier? Das Team hat gut harmoniert. Team kann jedes Spiel gewinnen. Ich will meinem Team immer zum Sieg verhelfen. Warum bin ich hier runter, ne? Ja, meine Spielweise ist es immer, den Sieg für die Mannschaft zu holen. So habe ich schon in der Jugend und in der Akademie gespielt. Heute auch wieder. Ja, und dabei ist ja der Sieg rausgesprungen. Freut mich, dass der Boss mein Potenzial erkannt hat. Die Mannschaftstaktik, um dem Gegner gegenüberzutreten, wirkte perfekt durchdacht. Wie sehen Sie das, Alex? Das muss der Trainer beantworten. Die Jungs haben den Plan zu kommen. Der Trainer hat perfekte Arbeit geleistet. Ja, ich denke, der Trainer hat die perfekte Taktik ausgearbeitet. Ich denke, wir haben es dem Gegner draußen schwer gemacht. Also, ja, Kompliment an ihn. Das war prima. Danke, Alex. Ja, jederzeit. Ja. Auf, dass es besser wird. Sehr schön, Jungs. Noch mehr Punkte im Sack. Na klar. Das wird nicht dauernd so sein. Na vielleicht, aber mit mir im Team seid ihr ziemlich sicher. Du bist eigentlich auch gerne alleine, wenn wir dir alle helfen.
Ja, wenn die anderen 10 dir gerade den Rücken frei halten. Ah, ist aber auch gut. 67 Minuten gespielt, ist super, ja. Okay, wir sind jetzt kurz davor, die 69 zu erreichen. Ja, Freunde, das ist jetzt unsere neue Bude. Aber wir müssen dran denken, woher wir kommen, ne? Damit halt nicht zu überheblich wird, ne? Mr. Alexander muss in die Startelf. Achso, das hatten wir schon. Startelf-Voraussetzung ist wieder da. Gegen Tottenham. Wird nicht leicht, ne? Wäre toll, wenn er ein Tor schießt. Bist du Alex Hunter? Krieg aber ich bitte ein Autogramm von danke dir? Danke für deine Unterstützung. Ja, aber gern doch. Na klar, Mann. Weißt du, du bist der Erste, der eins will. Im Ernst jetzt? Danke. Viel Glück beim Spiel. Viel Spaß, Mann. So. Bernard ist ja auch so ein Computergegner, einfach reingetan. Und Fernando ist auch so ein Computer, der einfach reingetan wurde. Aber wir mit der besten Bewertung auf jeden Fall sind auch dabei. Ich spiele wieder. Soll ich mit Team spielen? Wieder? Komm, spielen wir mit Team wieder. Danach können wir gerne mal alleine wieder spielen. Oh, gegen den Ersten. Okay, das ist gut, dass ich jetzt mit dem Team spiele. Weil das sind 6 Punkte. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen, damit wir in den Anschluss reinkommen. So, los geht's. Der vor allem durch Investoren getriebene Erfolg macht Manchester City natürlich immer interessanter, auch für die Fans. Absolut richtig. Kein Wunder also, dass das Etihad Stadium mit seiner alten Kapazität nicht mehr ausreichte. Für 60 Millionen Euro wurden knapp 14.000 Plätze hinzugefügt. Und nun ist das Etihad das zweitgrößte Stadion in der Premier League. Nur übertrumpft durch, na klar. Er zieht ab! Klasse aufgepasst vom Torwart. Kein schwieriger Ball für Joe Hart, hat er keine große Mühe, das Tor zu verhindern. Und damit sind sie am Ball. Beide Teams haben ja die Spieler, die auch ein Spiel lenken können. Genau die müssen sie aus dem Spiel nehmen, um eine Chance zu haben. Yeah. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kane. Schussversuch. Kein Wunder, dass aus der Chance nichts geworden ist. Nee, Wolf, das stimmt. Bei dem Wetter ist es schwer möglich, vernünftig zu spielen. Sieht man hier ganz deutlich. Jetzt David Silva. Und den Ball hat er sich geholt. Und nun Pablo Zabaleta. Alex Hunter. Und jetzt Zabaleta. Yeah. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Die Flanke. Eriksen! David Silva. Klasse Technik. Lamela. Jetzt Eriksen. Harry Kane! Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Yeah. Genau, sehr schön. David Silva. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Sehr schön. Jawohl. Vorlage von Alex Hunter, glaube ich, ne? Jetzt Bernard. Wer ist das? Also da ist das Tor und damit liegt sie vorne. Der Spieler. War das jetzt die Vorlage? Da hat er den abgebrochen.
Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Alderweireld. Yeah. Kane. Laufbereitschaft zählt nicht zu seinen ganz großen Stärken, Buschi. Nee, ganz und gar nicht. Aber er hat seine Qualitäten eben im Abschluss. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Ah, Mann. De Bruyne jetzt am Ball. Mehr jetzt wird's gefährlich. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ich verstehe das nicht. Ich passe aber. Der passt immer zum falschen Gegner, obwohl ich das gar nicht will, ja? Wanyama. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf. Das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Sehr guter Einsatz. Da ist keiner. Ey, Mann. Walker. Jetzt der Einwurf für die Citizens weit in der Hälfte des Gegners. Klischee. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Walker. 2 Minuten werden nachgespielt. Kane. So, wir gehen mit 1:0 in die Halbzeit. In Führung. Aber leider ist, glaube ich, nicht die Vorlage von Alexander gegeben worden. Das wäre echt super gewesen. Der zweite Abschnitt kann beginnen im Etihad Stadium. Legen wir los. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Fernando. Je. Faul, ey. Ich hab mich da noch nur hingestellt. Warum eine Karte? Jetzt gibt es hier den Freistoß gegen Man City. Ich hab mich da nur hingestellt, wenn nicht. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Und jetzt ein Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Ecke. Jetzt wird's gefährlich. Da holt er den Ball zurück. Die Mitspieler bieten sich an. Tolle Flanke. Keine Gefahr bei dieser Hereingabe. Eriksen jetzt am Ball. Wanyama. Dembele. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er spielt den Pass auf den Flügel. Di Maria. Lamela. Man City will jetzt wechseln. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Defensive ist gut organisiert. Nein. Da kommen sie nur schwer durch. Schade. Das war so geil gewesen. Wenn Bernard! Da passt der Klasse auf. Sorry.
Und wieder ausgewechselt, ey. Gerade hätte ich so ein schönes Tor geschossen. Und wechseln jetzt offensiv. Häufig kommt dann ja eher ein Verteidiger, aber mit dem Stürmer verhindert der Trainer natürlich auch, dass sich die Spieler unbewusst immer weiter zurückziehen. Habt ihr den Backfehler gerade gesehen? Drück doch! Wer macht denn Schalter? Restliche Spielzeit anschauen. Simulieren. Ja, blöd, das war. Okay, wir haben gewonnen 1-0. Jetzt haben wir den Punktestand verkürzt zum Glück. Aber hat der überhaupt die Vorlage bekommen? Das ist die Frage, weil der Abwehrspieler hat, glaube ich, da ein bisschen was abgebrochen. Aber die also Trainerwertung ist auf jeden Fall sehr gut. Und da haben wir die 69er Bewertung, sehr schön. Wird ja mal besser, ne? Super. Sehr schön. Der Sieg heute, das spielt. Spiel hat richtig Spaß. Wie geht's jetzt weiter? Das ist Training. Freunde, das war's hier an dieser Stelle, weil ich an dieser Stelle Schluss machen muss. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Das waren jetzt 3 Folgen hintereinander quasi. Ohne abzumoderieren, erst jetzt nur hier. Und ja, Freunde, seht es halt quasi als so kleine XXL-Folge von den 3 letzten Folgen jetzt hier an. Und ja, mehr gibt's da nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat oder die Videos gefallen haben, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Khalid und ciao.